Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Übergangsfolge. Wir zocken bei Bram am Rechner irgendein Bullshit, während die anderen... Deal! Oh, no deal! Junge, jetzt gibt's richtig Knete! Richtig Knete, Junge! Wir haben die unfassbare Chance bekommen, bei Deal or No Deal mitzumachen. Wer hat das nochmal moderiert? Guido Kanz? Guido Kanz, boah, ja. Boah, den finde ich so nicht so gut. Den findest du... Ja, ich finde den richtig cool, den Tuten. Den Tuten? Egal, wir spielen jetzt hier auf jeden Fall, ne? Deal or No Deal und ich play mal. Play das mal. Was hat denn jetzt? Entrance Fee. Ach, guck mal, wir können jetzt auswählen, wo wir spielen möchten. Wollen wir in New York spielen? Oder in San Francisco? Können wir mehr Preis? Wir machen die 1 Million. Standard. Vor allen Dingen können wir das Ticket benutzen, was wir in meinem Testspiel gewonnen haben. Boah. Das jetzt hier zu benutzen. Pass auf. Nein, das machen wir aber nicht, denn wir können doch das Admit für New York machen, damit wir viel mehr Geld gewinnen. Guck mal, bei New York kannst du 2 Millionen. Da können wir kein Ad mitmachen. Nee, aber da können wir Entrance Fee müssen wir einfach 100.000 bezahlen. Ja, lass machen. Und wir haben 271.000. Ja, scheiß doch, lass auf 2 Millionen gehen. Play, Junge! Junge. Jetzt haben wir nur noch 170.000. Uiuiui. Your game will start after the end. Alles klar. Jawohl. Fernsehen. Das ist aber. Streaming. Auf peatsmeet.de/shop. Genial. Da gibt's auch diese wunderschönen T-Shirts. Oh, ist ja nice. Drück Skip. Schnell. Oh, was ein Glück. Okay, wir müssen uns jetzt erst auf einen Koffer festlegen, den wir haben wollen. Man sieht's nicht, weil ich davor bin, aber hier hat man noch 600.000, 800.000, 1 Million, 1,5 Millionen und 2 Millionen. Oh, Peter, du bist zu fett. Ja, sorry. Nimm die 17. Das ist unser Koffer. Genau, man legt sich am Anfang auf den Koffer fest, den man auf jeden Fall am Ende nimmt, wenn man nicht vorher schon einen Deal annimmt. Ja. Und wir nehmen natürlich die 17. Genau. So, und jetzt müssen wir 7 Koffer öffnen. Und jeder Koffer, der geöffnet wird, hat einen Betrag drin, der da links und rechts von uns oder von dem Spiel steht. Und ja, der ist dann halt weg. Der ist definitiv nicht in unserem Koffer drin. Und nach 7 Cases oder nach 7 Koffern, die geöffnet wurden, kommt dann der Notar und sagt uns irgendeinen coolen Betrag, ob wir den annehmen oder nicht. Genau. Und dann können wir den annehmen oder nicht. Ja. Also in der 17 könnte jetzt 1 Dollar sein. In der 17 könnte aber auch 2 Millionen sein. Das ist echt spannend. Leck mich am Arsch. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, welche Nummer ich nehmen soll. Hast du mit irgendwelchen Nummern negative Erfahrung? Nö. Keine Ahnung, nö, überhaupt nicht. Keine Ahnung. Die 5 finde ich cool, weil ich im Mai geboren bin. Okay. Dann nehmen wir die 5. Die finde ich cool, weil ich im Mai geboren bin. Okay, nehmen wir die 5. Ja, 10.000. Okay, die 5 war, hätte man besser machen können. Jetzt wir wechseln uns immer ab, würde ich sagen. Ja, ist okay. Ist okay. Das ist aber wirklich schwer. Du musst halt wirklich überlegen, wo ist die 1 drin. Das ist schon wichtig, Peter. Sonst sind wir am Arsch. Ich glaube, die 1. Die 1 ist in der 1. Die 1 ist in der 1. Bin ich gespannt. Wer, da ist die 2 Millionen drin, Peter. Dann hau ich dich mit dem Ball. Sehr gut, Peter. Solange die linke Seite da ist, ist gut. Ja. Ich hätte gerne die Nummer 13. Das ist eine Unglückszahl. Ja, du hast recht. Und die hübsche Frau. Oh mein Gott! 1,5 Millionen, aber die 2 Millionen sind bei uns im Koffer. Das hat richtig wehgetan, Jay, möchte ich mal kurz sagen. Ja, also blame mich nicht. Ja, ich nehme die 18, weil mit 18 darfst du legal vögeln. Mit mir zumindest. Scheiße! Wir müssen mal was von den hohen Zahlen nehmen, da sind kleine Beträge drin, die 26. Oh, direkt die 26? Die 26 ist wichtig. Haben wir eigentlich... Nein, du hast am 31. genau. Ich habe am 31. Yes! Ja, sehr gut! Ja, nice. Kleines Betrag. Du sagst hohe Beträge? Wir haben kleine Beträge drin. Ich nehme die 22, weil es eine Schnapszahl. Okay. Ja, nee. Ist okay. Guck mal, wie wenig wir von links schon. Ja, deswegen wirst du jetzt die 11 machen, weil das ist ein Schnapszahl. Okay, sehr gut. Oh shit! Das kann nicht sein! Wir kriegen jetzt einen richtigen Scheiß-Deal. Einen richtigen Scheiß. 2000! Nee, 64.000. No deal. Ja, 13 Sekunden haben wir noch überlegen. No du sagst deal. No deal, aber no du musst deal. Überlegen, wir haben dann 64.000. Ja, scheiß auf 64.000. Wir haben 100.000 bezahlt. Ja, wir müssen auf jeden Fall mehr holen als 100.000. Das dürfen wir nicht nochmal spielen. Stimmt, wir müssen die 100.000 knacken. Okay, du hast als letztes die 11 gesagt. Deswegen sag ich jetzt. Jetzt müssen wir noch 6 Koffer öffnen. Ja. Ich sag jetzt. Was sag ich denn? Ich sag jetzt die
23. Ist die 23? Warte mal, es gibt so bestimmte Zahlen. Ist die 23. Durch was kann man die 23 teilen? Durch nichts. Wie heißen diese Zahlen denn nochmal? Primzahlen. Primzahlen, ja, hatte ich auch im Kopf. Kann man durch 1 teilen? Ja, abgesehen davon. Durch 0. Ja, Papa. Deine Mutter. Durch 0 teilen. Lass mal die 23 nehmen. Oh, sehr, sehr gut. Nee, ja. Nicht gut. Das war ja doch, das, doch, das ist egal. 2000 Schmeitausend, sag ich mal. Das sagst du immer. Das jeden Morgen aufstehen. Also, Sepp hat, glaube ich, im Dezember Geburtstag, ne? Lass mal die 12 nehmen. Ja, da ist bestimmt die 1 drin. Yes! Das war gut, nice. Das war gut. Das war gut. Okay, ich nehme jetzt die 3, weil da habe ich Geburtstag. Okay. Oder meinst du, da ist was richtig Geiles kommen drin? Nee, die 3, da, wenn ich da Geburtstag habe, ist richtig geil. Ja, aber Bram hat da Geburtstag. Und Domi vor allem. Alles klar, die 3. Ja, sehr gut. Sehr gut. Bram und Domi haben einfach aufgehoben. Sieht gut aus. Ja, wir müssen 3 Cases noch öffnen, das ist gut. Ich würde sagen, wir nehmen was von der linken Seite, denn links hat bei G20 richtig hat abgeschissen. Würde ich sagen 9. Okay, 9. Yes! Ja, das war richtig ja, gut. Mann. Das war richtig gut. Das ist mega spannend. Ja, oh, das ist richtig spannend. Okay, pass auf. Ach, wir haben die 2 Millionen da drin. Gib mir noch eine Primzahl eigentlich. Mach die 1 da jetzt weg, Bravo. Ach, Peter. Gibt keine Primzahl mehr, oder? 7. 7, stimmt. Die 19 oder die 17, aber die 17 zählt ja nicht, die kann man nicht wegkriegen. Nee, genau, die 17 zählt nicht. 7 und 19 noch. Ja, dann hau die beiden weg. 19 erstmal. Nein! Peter! Nein! Nein! Kackdub! Du hast jetzt die 2 Millionen kaputt gemacht! Scheiße! Oh, RIP, ey, die 19. So RIP! Oh, ich bin auch noch schuld, aber wir können noch 1 Million holen. Wir können jetzt habe ich Angst vor der 7, dass er jetzt auch noch überhaupt betragen. Nein, hau die 7 weg. Okay. Hau die 7 weg, das ist die 1 drin. Wir müssen nur über 100.000 kommen, das ist ja, das Wichtigste. Wir müssen nur 100.000 kommen. Ja. Ja! Ja, okay, wir haben auch weniger von der linken, also das wird teuer. Nee, wir sind nicht, das ist no deal. Ne? No deal. No, wir müssen mehr no gewinnen. Deal. No deal. No deal. Wir müssen gewinnen. Ja. Voll geil, wenn man so komisch dumm Headset ja ankommt, ey. Was denn sowas noch? 4 Koffer müssen wir öffnen, es wird immer enger. Okay, ich würde 24 sagen. Ja, ich weiß nicht, die guckt mich so scheiße an. Die guckt dich echt scheiße an. Peter! Was gibt's denn? Die hat unser Hörst nicht auf mich gehauen. Nicht auf mich. Peter, was tust oh, du denn? Oh Mann! 2. Du Arsch! Du Arsch! Wie schlecht wir sind! Wie kann denn das sein? Oh, das sind beiden. Wir haben immer noch 3 Chancen, um mehr zu kriegen. Das kann nicht sein. Wo, da ist bestimmt die 1 drin in der 17. So eine Scheiße. Okay. Ja, okay. Trauriger kann es halt auch nicht mehr viel werden, ja, ne? Nimm die. Nicht aufgeben, jetzt kommt, wir müssen doch dran glauben. Okay, nimm die 15. Warum die 15? Weil die auch links ist. Ja. Ja, sehr gut. Okay, sehr gut. Die Alter, wir haben so Pissbeträge da noch drin, das kann nicht sein. Oh Gott, das war richtig. Gar nicht. No deal. Gar nicht. Delete. No deal. Delete. Delete. Alter, ich konnte gerade nicht klicken, Junge. 3 Stück. Oh. Boah, was nehme ich denn jetzt? Das Ding riecht richtig nach Gift. Ja, glaube ich, dass er noch Gift Vielleicht ist. Gewinnen wir das Ding wenigstens. Ja, geil. Also 1 Dollar. Das Ding hat bestimmt 10 Dollar gekostet. Ich nehme die 8 und dann sieht sie so aus wie eine Frau mit Rundung. Ja, ist auch 4 Euro teurer, die Frau mit Rundung. Alter, wir sind aber auch vorbei, sind wir auf so einer Tour gewesen, auf so einer Bustour und da waren 2 Nutten dabei. Safe 100 Nutten. Ja? Schwarze, dicke Nutten. 100% safe 100 Nutten. Warum waren denn da Nutten bei? Weiß ich nicht, die müssen ja sich auch Kultur geben. What? Wir haben die ganze Zeit so Fotos gemacht, ich glaube für deren Seite, wo man die bestellen kann. Das ist so mein Tipp auf jeden Fall. Hat die ganze Zeit bestimmt verfolgt. Naja, das war voll strange, weil sie, die waren so richtig angezogen, wie Professionelle. So, jetzt wählen wir ja, Koffer. Ich überlege gerade, die 20 haben wir sogar schon weg. Sonst hätte ich gesagt, 20 ist 20 Dollar drin. Das ist nämlich nur die einzige Zahl, die passt. 25.
Oh, 25, bist ja. du sicher? Ja, ich habe gerade die 15 weggerotzt und jetzt die 25. Oh, das wird übel. Nein! Ich wusste es. Warum hältst du mich nicht davon ab? Ich habe extra nachgefragt, zu Günther Jauch-Style, um die Leute... Ist es wirklich nehmen oder nicht? Wir verkacken richtig hart. 4:3 steht es quasi auf den Seiten, also... Es wäre geiler, wenn es andersrum wäre, bei uns. Essen ist fertig! Ja, wir machen eben die Folge noch fertig und dann geht's los. Wir sind sofort fertig. Ich nehme die 21. Oh, unser Essen ist fertig. Ja! Voll gut. Okay. Jetzt kommt erstmal ein Angebot, aber wird eh No Deal, kann ich dir jetzt schon sagen. No Deal. Jetzt hau mal. Ich trau mich schon gar nichts mehr zu sagen. Ja, frag mich mal, Alter. Ja, komm, ich nehme jetzt ich nehme alle Zahlen, die durch 5 teilbar sind. 10. Okay, dann alle Zahlen. Eine Zahl. Ja! War richtig yes, nice. Das war gut. Pass auf, in der jetzt 17 die ist die 400.000. Ich sage dir. Mach die 2 oder die 100. Die 2 oder die 100? Oder die 20 oder die 100. Die ja, ich will. Weg. Komm, hol die raus. Ich nehme die 14. Komm, bitte nicht. 14. Bitte von links. Yes! Das ist richtig gut. Das gibt richtig guten Deal. 120.000, wir wären im Plus. Nein, wir wären im Plus, Jonathan. Wir wären im Plus, aber wir könnten noch. Wir wären im Plus, das ist eine 50-50 Chance. Das ist doch keine Idee, Jonathan. Doch, wir machen No Deal. Oh. Wir machen No Deal. Okay, welche willst du rausnehmen? Die 16, die ist nämlich der Bruder von der 17. Das heißt, die aber 100, die hässliche Bruder? Die hässliche Bruder. Die richtig hässliche Bruder. Okay, ich nehme die 16. Den Deal hätten wir nehmen sollen! No Deal! Ja klar, No jetzt, Deal! Jetzt können wir nur noch verlieren. Ja, jetzt nehme ich die 4, jetzt ist eher. 150, wir die 150. Ja! Komm! Oh, 50-50 Chance, ich raste aus! Ja, die sind schon gesetzt, du kannst nur die wir eine müssen nehmen. Jetzt! No wir Deal! Wir müssen jetzt! Oder was? Kannst du jetzt noch entscheiden? Was? Du, wir können der 17 Alter. Den Rücken kehren? Nein, wir können der 17 nicht den Rücken kehren. Wir nehmen die 17. Wir nehmen die 17. Yes! Yes! Jawohl! 150.000! Wir haben's gemacht! Yes! Bam! Oh. Yes! Das hat richtig gut. Lecco mio. Wir haben 49.500 gewonnen. So sieht er nämlich aus, reich. Leute. Damit gehen wir uns jetzt erstmal was essen, Leute. Ja, und zwar was richtig Geiles, Leute. Das war Deal or No Deal mit Jay und mir. Warte, wir dürfen noch Pack-Opening machen. Oh stimmt, noch Pack-Opening? Nee, können wir nicht. Dürfen wir nicht, okay. Dann fick dich, sorry. Spiel. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst es uns wissen. Haut rein. Tschüss.